Grüß Gott, mein Name ist Rupert Scheule. Ich bin Professor für Moraltheologie hier an der Universität Regensburg. Mein ältester Sohn hat Game of Thrones angeguckt und da habe ich mich mal dazugesetzt aufs Sofa. Und das war der Beginn dieser 70 Stunden auf dem Sofa vor Game of Thrones. Also es war ein ziemlich naiver Einstieg in die Serie, habe aber dann doch gesehen, dass die Serie schillert und Rums hat und interessant ist, auch sich unter einem ethischen Gesichtspunkt anzugucken. Und das hat mich dann tatsächlich längere Zeit beschäftigt. Wie passt der Schluss sozusagen zum Gesamtphänomen und was fällt dem Ethiker dazu ein? Also grundsätzlich fand ich interessant, wie hier erzählt wird. Das muss man schon sagen. Also ich verdrehe die Ansicht als Ethiker, dass es Geschichten nicht nur in fiktionalen Formaten gibt, sondern dass wir auch im realen Leben ein Stück weit Geschichten benutzen, um uns selber zu strukturieren. Und sei es, dass wir am Dresden abends irgendjemand unsere Lebensgeschichte erzählen und dadurch unsere Identität stabilisieren. Also wir brauchen Geschichten. Und ich glaube, dass Game of Thrones uns deswegen so gepackt hat, weil es eine knackige Geschichte ist, wendungsreich, überraschend. Und wir eben auf dieses Ordnungsmuster Geschichten auch in unserem eigenen Leben setzen. Das ist dann schon etwas, was dann Game of Thrones einlösen musste. So eine spannende, wendungsreiche Geschichte über 8 Staffeln läuft auf ein Ende zu und alle Showrunner sagen, es wird auf dieses Ende zulaufen und dann dabei bleiben. Und dann steigt natürlich der Erwartungsdruck auf dieses Ende enorm. Also bis Folge 5 der letzten Staffel war ich persönlich der Meinung, ups, das wird jetzt eher ein maues Ende. Die letzte Folge hat mich dann aber doch wieder ein bisschen versöhnt. Also man muss einfach wissen, dass eine Serie in einer Hochrisikosituation ist am Ende. Ja? Weil es eben in Geschichten immer ein Stück weit ums Ende geht, gucken wir alle natürlich auf dieses Ende und überfrachten dieses Ende mit Erwartungen. Hochriskant. Bei so einem Welterfolg, wie das Game of Thrones war, wie kann so ein Schlusspunkt gesetzt werden? Und dann fand ich interessant, wie das die Showrunner gemacht haben, nämlich ein beiläufiges Ende. Ich hätte gedacht, das läuft jetzt raus auf eine Endschlacht lebensverneinender Kräfte gegen das Leben. Aber Pustekuchen. Sie haben uns sozusagen mitgegeben, das große Finale gibt's gar nicht. Der große Rums kommt gar nicht. Wir machen den Feind der Menschheit und der Menschheitsgeschichte mal eben in der drittletzten Folge nieder und dann wird einfach zunächst mal wieder ein Verwandten- und Freundeskreis Scharmützel um die Macht aufgeführt. Und dann ist auch das erledigt und so sind ja die Schlusseinstellungen, dann rieselt das Leben weiter. Ja, und ich fürchte, das ist eine Weisheit fürs Leben. Also wir werden irgendwann mal enden und das Leben wird weiter rieseln. Das nehme ich mit, insofern bin ich gar nicht so unversöhnt mit diesem Ende.